Wunderschön. Guten Morgen. Es ist Dienstag, der 21. August. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Jetzt hole ich meine Clubmitglieder mit rein. So, wir haben insgesamt eine Trading Range heute Morgen im DAX von 24 Zählern. Wir tendieren aktuell über der 12.300er knapp. Wir sind aktuell der Kurs 12.312 Zähler. Der Tagespivot liegt bei 12.307. Tagespivot wird berechnet vom Vortag, Hoch, Tief, Schlusskurs durch 3. Dann haben wir also den Durchschnitt des Kurses von gestern. Ja, wird sehr gerne angetradet. Also wir befinden uns aktuell sehr eng am Daily Pivot und sehr eng an der psychologischen Marke der Big Number. Das wäre hier in dem Fall die 12.300er Marke. Wir holen die Linien aus der Garage. Erstmal stellen wir das Risiko ein, 0,10 zu 0,10, 0,05. Da sind erstmal die Einstellung. Und jetzt gehen wir so langsam und justieren unseren Trade auf die untere Seite. 8.54 Uhr würden wir die Order platzieren, wenn alles so bleibt. Ja, 15 Punkte nach wie vor die Trading Range. Das bedeutet, die Box würde 15 Punkte groß sein zwischen dem Kauf und Verkauf. Aktuell sehen wir auf dem 5-Minuten-Chart, das Tief liegt bei 11, 12.311, 12,35 wird aktuell gehandelt. 23 Sekunden noch, bis wir die 8.54 Uhr haben. Und pünktlich, jetzt ist die Order scharf geschalten, das heißt, es ist amtlich. Wir gehen Short bei 12.311, Long gehen wir bei 12.326, 15 Punkte darüber. Einstellung 10,10 und hier oben die 0,05, das sind die neuen Einstellungen seit 1. August. Ja, und wir haben ja die ESMA-Regelung, die Hebel sind reduziert worden, wir haben unser Trading angepasst und natürlich selbstverständlich auch den Tradingplan dementsprechend, denn ohne Tradingplan solltet ihr nicht an den Start gehen. So, wir sind ausgeführt, wir sind Short, unser Take Profit, ihr seht es hier, liegt kurz vor der Big Number bei 12.305. Also erster Order Short ist ausgeführt, Uhrenvergleich 8.55 Uhr und 30 Sekunden. So, es ist 8.59 Uhr, noch 6 Sekunden bis zum Start. Wir sehen den Countdown-Timer auf der rechten Seite und dann ist Frankfurt mit dabei und jetzt geht's los. Jetzt gucken wir mal, ob wir Dynamik hier reinbekommen für die erste 5-Minuten-Kerze. Wir sehen es hier. Aktuell gehandelter Kurs 12.312. Viele Trader befolgen ja jetzt befolgen das Regelwerk. In den ersten 15 Minuten der Eröffnungszeit sollte man nicht traden, weil der Markt so volatil ist. Ja, für uns ist das ideal. Wir brauchen Volatilität. Das ist der große Unterschied zu vielen anderen Tradern. Für unsere Strategie soll er ein bisschen Bewegung tätigen. 12.310 aktuell. Daily Pivot liegt bei 12.307. Wie gesagt, da müssen wir mit der Hilti ran, um den Daily Pivot aufzubrechen. Schauen wir mal. Ein Angriff hat er gestartet hier, ihr seht es, bis runter auf 0,9. So, jetzt offiziell erste 5-Minuten-Kerze, 9.05 Uhr und wir befinden uns immer noch im Urlaubsmodus, so scheint es hier. Sehr ruhiger Start. Daily Pivot hat gehalten, Tagestief liegt bei 11, beziehungsweise bei 0,8 und wir sehen, der Markt kommt jetzt nach oben, der weißen Kerze. Schauen wir mal, ob wir nach oben ausbrechen. Über die 20er-Marke sind wir jetzt schon, 12.327.
Und wir sind long im Trade. Das heißt, wir haben jetzt eine Long-Position zusätzlich im Markt und die Short-Position läuft jetzt und unser Take-Profit liegt jetzt bei 38. Dort gehen wir dann raus. 38, 9.07 Uhr, 30 gehandelt, 33, jetzt kommt ein bisschen Schwung rein. Wir sehen es dort oben, unser Take-Profit, die blaue Linie hier bei 38, 7 Punkte brauchen wir. Eine Minute 37 noch bis zur Verendung der Kerze. So. Brauchen noch einen Tick darüber. So. Die einen sind schon draußen, wie ich ja sehe, in unserem Raum. Wir sind noch im Markt. Das Hoch lag jetzt bei 36. Zwei Punkte haben gefehlt. 26 Sekunden noch bis zur Veränderung der nächsten Kerze. Sekunden noch. Zwei Punkte fehlen. Nochmal ein kleiner Schub muss nach oben. So, jetzt sind wir raus. 442. Handelstag Nummer 442 mit unserer Eröffnungstrade. Ich zeichne den Trade kurz mal ein. So, ich habe die Trades kurz mal eingetragen. Trade Nummer 1 und 2 sind dort im TP und der Markt läuft hier weiter. Handelstag Nummer 442. 442 Handelstage ungeschlagen vom DAX. Also unsere Reise geht weiter. Wenn ihr Lust habt, dann bis morgen. Gute Trades noch. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter.